Wer sich clean ernähren möchte, der macht bei solchen Produkten in der Regel einen großen Bogen. Clean Eating bedeutet nämlich möglichst naturbelassene Lebensmittel, möglichst frische Lebensmittel zu konsumieren, wenig bis gar keine Packerl, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sein könnten. Die ganze Bewegung des Clean Eatings ist aber eigentlich gar nicht neu. Früher hätte man gesagt, das ist Vollwertkost, aber vor 10 Jahren hat eine Amerikanerin ein Buch rausgebracht, das sich Clean Eating Diet genannt hat, die Tosca Reno. Und es war natürlich für Amerika damals, die sich hauptsächlich von Packerln ernährt haben, also wirklich was Tolles und was Neues. Und dieser Trend hat sich natürlich dann auch nach Europa fortgesetzt. Ja, worum geht es noch beim Clean Eating? Neben dem Vermeiden von verarbeiteten Lebensmitteln sollte man möglichst auch kein Zucker essen, kein Weißmehl, kein Alkohol trinken, keine Fruchtsäfte trinken, dafür ganz viel Wasser trinken. Man sollte immer frühstücken, damit die leeren Speicher wieder gefüllt werden, damit man voller Energie durch den Tag kommt. Dann sagt die Tosca Reno, man sollte auf jeden Fall 6 kleine Mahlzeiten zu sich nehmen über den Tag, wobei sie da so ein bisschen das offen lässt. Wenn man keinen Hunger hat, kann man auch mal eine Mahlzeit auslassen. Dann legt sie sehr viel Wert darauf, Kohlenhydrate mit Eiweiß zu kombinieren, und zwar insbesondere mit fettarmen Eiweiß, weil das eine Kombination ist, die besonders lange satt macht und uns einfach mit einem, ja, unseren Energiehaushalt auf ein gutes Level bringt. Ja, Clean Eating bedeutet aber auch, möglichst viele gesunde Fette zu sich zu nehmen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren aus Nüssen, aus Pflanzenöl, aus Avocado und eher sozusagen diese tierischen Sachen ein bisschen einschränken. Also Lachs zum Beispiel oder Fisch ist okay, Fleisch weniger, Wurst ganz wenig, Eier ist okay. Also da auch wirklich fast ein bisschen Richtung vegetarisch, vegan, wenngleich das auch nicht ganz so streng genommen wird. Wo man allerdings aufpassen sollte, ist beim Thema Salz. Die Tosca Reno sagt, möglichst wenig Salz, dafür würzen, was das Zeug hält, mit Gewürzen und mit Kräutern. Ihr seht, Clean Eating ist eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist wirklich etwas, wofür ich eigentlich immer plädiere, was ich auch selber sehr gern praktiziere, ohne es als solches wirklich zu bezeichnen. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich mit dem Thema Etiketten zu beschäftigen, um mal zu schauen, was ist denn da wirklich in diesen Produkten drin. Deswegen habe ich ein Video gemacht, das seht ihr nächste Woche. Ihr werdet es nicht verpassen, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Und ich habe mir natürlich auch angeschaut, wie komme ich denn gut so abends durchs Knappern beim Fernsehen, was man ja nicht so machen sollte, wenn ich knappern möchte. Alternativen zu Chips und Co. Dieses Video findet ihr hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim sauberen, cleanen Essen.